Und plötzlich verklagt jeder jeden. Und ich glaube, es gibt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Heftige Schlappe für die Ampelregierung. Sie wurden wieder verurteilt, dass sie unsere Verfassung gebrochen haben. Das Wahlrecht ist in Teilen verfassungswidrig von der Ampel. Und damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Dieses Mal kam es mit Ansage. Herr Fechner von der SPD wusste gar nicht, um was es geht, als sie Prozessbevollmächtigte bestellt hatten, letzten November, für genau diese Sache hier. Es hat sogar mehr Rechtsanwälte gegeben als sonst üblich, damit es den Steuerzahler hier mehr Geld kostet. Damals hat Stefan Brandner den Finger in die Wunde gelegt. Ich habe die Bilder exklusiv für euch dabei. Das lohnt sich wirklich anzuschauen. Gregor Gysi hat auch angekündigt, warum es verfassungswidrig ist. Gestern Abend kam dann plötzlich das Urteil. Die Verkündung ist heute um 10 Uhr. Doch irgendeiner in der IT-Abteilung des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe hat gestern auf den Knopf veröffentlichen gedrückt. Für wenige Minuten war dieses Dokument 73 Seiten lang online verfügbar und jeder weiß, dass heute um 10 Uhr die Ampel schon wieder verurteilt wird. Kein Wunder, dass gestern am Kanzleramt keiner da war. Sie kennen ja die Termine des Bundesverfassungsgerichtes und sind jetzt erstmal alle in den Urlaub verschwunden, damit man heute niemanden mehr für ein Statement finden kann. Es geht um das Wahlrecht, mit dem Sie den Bundestag verkleinern wollen. Das Streichen der Grundmandatsklausel ist hier verfassungswidrig gewesen. Ich erkläre euch das alles Stück für Stück, damit ihr versteht, was hier nicht mehr erlaubt ist. Es geht um das Streichen der Grundmandatsklausel im neuen Wahlrecht. Alles sehr technisch, alles sehr kompliziert. Ich erkläre es dir heute so, dass auch du es verstanden hast, worum es geht. Auch ich kann Ihnen nicht sagen, warum wir hier diesen Tagesordnungspunkt haben. Die Bestellung von Prozessbevollmächtigten war für Herrn Fechner, er weiß nicht, warum wir diesen Tagesordnungspunkt hier haben. Er bezog sich damit zwar auf das Debattieren darüber, aber man sollte als Politiker wohl aufpassen, wie man seine Worte wählt und was man ausdrücken möchte. Dann sollten wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch alles daran setzen, dass dieses Gesetz in Karlsruhe Bestand hat. Alles daran setzen, dass dieses Gesetz in Karlsruhe damit Bestand hat. Herr Fechner, was meinen Sie damit? Schnell noch ein paar neue Richter wählen für das Verfassungsgericht, bevor Sie es jetzt sicher machen gegen die AfD. Das ist der Treppenwitz dabei. Sie sagen, wir müssen jetzt Karlsruhe schützen vor der AfD und vor ihrem Einfluss. Dabei legen Sie offen, dass Sie es selbst sind, die den Einfluss im Moment in Karlsruhe ausüben. Und jetzt will man, weil die AfD kommt, den Einfluss hier begrenzen. Den Einfluss, den die Altparteien jahrzehntelang ausgeübt haben. Aber wir kennen Herrn Fechner von der SPD nicht anders. Er ist, sagen wir mal so, schnell dabei, viel Steuergeld auszugeben. Schaut nochmal zu. Weil wir drei Prozessbevollmächtigte bestellen, möglicherweise zu viel Kosten auslöst. Drei Prozessbevollmächtigte bestellen und ob das zu viel Kosten auslöst. Ja, Professor X, Professor Y, Professor Z, ich habe die Namen jetzt euch mal rausgeschnitten, die sind irrelevant, aber selbstverständlich kostet dieses Verfahren hier mehrere hunderttausend Euro und es war mit Ansage, dass das Wahlrecht so nicht Bestand hat und dennoch geben sie dann Steuergelder aus, um dagegen zu klagen. Stefan Brandner, ihr kennt ihn, ihr werdet ihn auch sicher mögen. Schauen wir mal rein, was er entgegnete damals dem Herrn Fechner. Zur Änderung des Wahlrechts eingebracht, den haben sie alle abgelehnt. Genau, die AfD hatte nämlich schon Vorschläge zur Änderung des Wahlrechts, aber die Änderung des Wahlrechts, das werden wir jetzt gleich erfahren, das ist immer ein, die Regierenden ändern was zu ihrem Vorteil und die Benachteiligten klagen dagegen. Und das ist ein wirkliches Bäumchen, wechselt das Spiel. Stefan Brandner bringt das hier sehr gut auf den Punkt. Seitdem bricht das Wahlreform-Chaos bei Ihnen aus. Jeder stimmt hier quer durcheinander und plötzlich verklagt jeder jeden. Also wie ich sonst immer sage, jeder von Ihnen regiert mit jedem immer gerne und überall seit 75 Jahren. Plötzlich verklagt hier jeder jeden. Haben das Wahlrecht versucht zu reformieren, die SPD war dabei. Es ging zugunsten der CSU aus, die Direktmandate zu erhalten. Siehe da, wer klagt dagegen? Bündnis 90, die Grüne, FDP und die Linke haben dagegen geklagt. Und ich glaube, es gibt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts jetzt im November. Bäumchen wechseln sich, neue Koalition, neues Wahlrecht. SPD macht mit den anderen Hellbraunen von den Grünen und den Gelben ein neues Wahlrecht zu Lasten der CSU, wo die Direktmandate plötzlich angegriffen werden. Was passiert? CDU, CSU schreien auf, geht alles gar nicht, rennen nach Karlsruhe und klagen auch. Und jetzt kommen noch, und das ist der Punkt, der da an der Tagesordnung steht, jetzt kommen auch noch die Linken dazu. Wisst ihr was? Es
blickt da gar keiner mehr durch. Und es ist ungefähr so, als wenn Sie einem Scheckbetrüger einen Blankoscheck ausstellen. So machen Sie Politik. Sie erwarten mit der Stimmabgabe, dass der Bürger dann draußen 4 Jahre seine Klappe hält. Mit uns ist das nicht zu machen. Stefan Brandner ist genial, wenn er hier wortgewandt seine Reden schwingt. Manchmal ist er etwas zu beleidigend unterwegs, aber er kassiert dafür ja auch seine Ordnungsrufe. Er könnte das alles auch etwas besser verpackt, genauso spitz formulieren, wir hätten den gleichen Spaßfaktor daran. Jetzt gibt es hier noch Gregor Gysi, der auch natürlich mit den Linken hier mutmaßlich betroffen ist von diesem Streichen der Grundmandatsklausel. Denn nur über die Grundmandatsklausel ist die Linke bei der letzten Bundestagswahl überhaupt in den Bundestag gekommen. Aber Ihr Wahlrecht halte ich wirklich für grundgesetzwidrig. Man darf nie die Mehrheit eines Parlaments nutzen, um das Wahlrecht so zu ändern, damit man die CSU und die Linke aus dem Bundestag rauswirft. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Aber die CSU ist auch nicht viel moralischer, denn die schlägt statt 3 5 Direktmandate vor und sagt, dann sind wir drin und nur die Linken sind draußen. Das ist auch kein moralischer Weg. Aber abgesehen davon. Und das mit der CSU wird gleich besonders spannend, denn das Urteil erging auf die Klage der Staatsregierung aus Bayern. Aufgrund von Herrn Söders Klage ist jetzt hier das Wahlrecht gekippt worden und eben nicht, wie sie wollten. Es sind jetzt nicht 5 Mandate in der Grundmandatsklausel, sondern die Grundmandatsklausel mit 3 Mandaten hat Bestand. Das hat das Verfassungsgericht in Karlsruhe geurteilt und sie haben damit quasi direkt in das Wahlrecht eingegriffen und haben, ich erkläre euch das gleich nochmal von vorne bis hinten, aber sie haben quasi an einer Stelle in das Wahlrecht eingegriffen und haben es repariert in einen anderen Zustand. Ganz oft sind die Urteile so, dass man es dem Gesetzgeber überlässt, das wieder zu ändern. Aber aufgrund der Kürze der Zeit bis zur womöglich nächsten Wahl des Deutschen Bundestages hat sich Karlsruhe hier genötigt gefühlt, das Wahlrecht ansonsten in Teilen, also in den anderen Teilen zu akzeptieren, für verfassungskonform zu erklären und aber zu sagen, es ist nur verfassungskonform quasi mit der Grundmandatsklausel von 3 Grundmandaten. Ansonsten ist es verfassungswidrig. Damit haben wir ein neues geltendes Wahlrecht ab sofort, ohne dass der Gesetzgeber nochmal tätig werden muss. Das ist wirklich sehr clever gewesen. Sie werden es erleben. Ich freue mich jetzt schon auf mein Plädoyer beim Bundesverfassungsgericht. Da hat er recht. Er hat sich darauf gefreut, aber es war jetzt das Urteil der CSU. Dennoch, es geht jetzt hier am Ende um folgenden Aspekt. Wenn eine Partei unterhalb der 5%-Hürde an Stimmen gewählt wurde, hat aber 3 oder mehr Direktmandate errungen, dann sagt die Grundmandatsklausel, wenn man 3 oder mehr Direktmandate errungen hat, zieht man mit allen weiteren gewählten Abgeordneten in das Parlament ein, auch unterhalb der 5%-Hürde. Das haben die Linken gehabt bei der letzten Wahl, 4,9% das Ergebnis, aber 3 gewonnene Wahlkreise, damit durften sie einziehen und dann mit allen 42 waren es am Ende, die dann die Fraktion Die Linke gebildet haben. Inzwischen ist das nicht mehr der Fall. Die Linke ist jetzt nur noch eine Gruppe, sie haben sich ja aufgelöst. Also Die Linke zerlegt sich aus dem Bundestag heraus ganz ohne das neue Wahlrecht oder das alte Wahlrecht. Dafür haben sie schon selbst gesorgt. Die CSU betrifft das auch, denn sie könnten in Bayern zwar alle Wahlkreise gewinnen und dennoch bundesweit auf 4,9% nur kommen. Das hängt am Ende mit der Wahlbeteiligung in Bayern zusammen, aber vor allem mit der Wahlbeteiligung in dem Rest von Deutschland. Wenn nämlich im Westen einfach viel mehr Leute wählen gehen, drückt das am Ende den bayerischen Stimmanteil ganz automatisch nach unten. Und dann wären sie trotz über 40 gewonnener Direktmandate nicht Mitglied im Deutschen Bundestag, weil die Grundmandatsklausel einfach ersatzlos gestrichen wurde von der Ampel. Das hat Karlsruhe einkassiert und sagt weiterhin, wenn ihr die 5%-Hürde so lasst, dann muss es auch möglich sein, wenn man 3 Direktmandate hat, dann auch unterhalb der 5% in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Man hätte vermutlich, das wurde auch vorgeschlagen damals, wenn man die Grundmandatsklausel streicht, die 5%-Hürde auf 4% senken können, dann hätte es vermutlich geklappt in Karlsruhe. Aber hier kam wieder Verfassungsbruch mit Ansage. Das haben Ihnen alle gesagt vorher. Sie können sich nicht davonweisen, ja, aber wir wussten das nicht. Nein, ihr wolltet es nicht hören. Und jetzt wurden wieder Hunderttausende Euro Steuergeld zum Fenster hinausgekübelt, dafür, dass die Ampel ein von vornherein mutmaßlich verfassungswidriges Gesetz beschlossen wurde, vor Gericht verteidigt wurde und nun doch verfassungswidrig ist.
Das ist Politik ohne Kopf. Das ist Politik der Ampel. Und ich bin gespannt, wann wir denn endlich das Urteil zum Solidaritätszuschlag bekommen. Das wird nicht nur für Gerechtigkeitsempfinden sorgen bei denen, die denn noch bezahlen müssen, diesen Soli. Es wird vor allem für Chaos in der Bundesregierung sorgen, weil ihnen diese Haushaltsmittel dann fehlen. Und wenn es wirklich verfassungswidrig war, könnte es sein, dass sie rückwirkend allen Leuten diesen Soli wieder erstatten müssten. Je nach Ausgang des Urteils, je nachdem, wie das Ganze am Ende ausgeht. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wusstest du, dass hier das Wahlrecht verfassungswidrig ist? Wenn du Stefan Brandner im November gesehen hast, wusstest du es mit Sicherheit. Ansonsten, ich hoffe, du hast verstanden, was jetzt neu ist am Wahlrecht. Eigentlich ist nichts neu. Es gibt jetzt einfach keine Überhang- und Ausgleichsmandate, sagen sie zumindest. Ob das am Ende mit dem geänderten Wahlrecht jetzt so stattfindet, werden wir mal sehen. Das ist am Ende wirklich spannend, je nachdem, wie wo gewählt wurde. Dafür ist das Wahlsystem so komplex. Es sollen am Ende jetzt nur noch 630 Abgeordnete übrig bleiben. Die Regelgröße wären 598. Ob sie das schaffen oder ob es wieder irgendwelche Tricks und Lücken gibt am Ende, wir werden es bald erfahren. Die nächste Bundestagswahl, sie steht schon quasi vor der Tür. Die Zeit, sie läuft ganz, ganz schnell hinunter. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere doch den Kanal X und Telegram, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Ansonsten schau dir unbedingt mal meine anderen Videos hier auf dem Kanal an. Da sind auch spannende für dich dabei. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.